Jo, und ja, nachdem ich jetzt krankheitsbedingt ein paar Tage aussetzen musste, ja, lege ich jetzt mal wieder los und ich dachte mir, hey, dann könnte man auch mal wieder mit Kerbal Space Programm weitermachen, bevor man mit irgendwelchen anderen Factorio-Dingen weitermacht. So, ja, wie der Titel schon sagt, ich habe mir so ein paar da Gedanken gemacht. Ich glaube, dass dieses Teil hier nicht zu retten ist, in dem Sinne mit Moonlandung und so. Also die Mission kann ich, glaube ich, abbrechen. Das ist mein persönliches Apollo 13-Erlebnis jetzt hier gerade. Das, was ich machen kann, ist hier zumindest versuchen, relativ gut wieder zurückzukommen. Deswegen bastel ich mir hier gerade mal Manöver hinzufügen. Das war so nicht. Also Gas geben. Es geht über Minimus hinaus. Auch nö. Das war so echt nicht gedacht. Können wir denn das Ganze hier zum Beispiel ein bisschen besser machen? Nee, wird auch nicht viel besser. Hinzufügen. So, so sieht das Ganze doch ganz gut aus. So, wie viel sind wir hier? Müssen wir sehen, dass man da dann noch mehr gegen steuern. Zack. So. Damit hätte man jetzt 5 Stunden Zeit für die ganze Geschichte. Moment. Läuft der Stream? Ich schaue noch mal kurz. Auf meiner Anzeige ja. So. Das heißt, Flugfurt sitzen. Zack. Zurück. Und Weltraumzentrum. Dann wollen wir mal gucken, was wir in der Zeit für andere Aufträge erledigen können, damit wir eine bessere Technik haben, die wir dazu brauchen, weil ich müsste die Sachen hier haben, also die besseren Antriebe und hier die besseren Tanks. Dann würde ich auch nicht an die maximale Anzahl der Bauteile kommen. Das war nämlich, glaube ich, der Hauptfehler. Da hätten bei mir spätestens die Alarmglocken eigentlich läuten müssen. So. Was haben wir hier alles? Umlaufbahn. Den Satelliten könnten wir gucken, dass wir den machen zum Beispiel. 2 Touristen. Umflug um Körben. Vorbeiflug am Moon. Ich muss jetzt selbst erstmal nachschauen. Ich habe jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie die Raumschiffe aussahen, muss ich auch sagen, die ich jetzt hier gebaut habe. Kirwin VIP 1, Moon VIP. Okay. Kirwin VIP. Da sind es noch zu wenige, okay. Rescue. Sieht auch so halt ganz gut aus. Bloß noch Strom ranbasteln. Das ist jetzt die große Frage. Ich werde jetzt. Shredder! Hi-ho, ja, wie gesagt, ich bin nach ein bisschen Erkältung jetzt mal wieder online. So. Hier einen Satelliten hin. Haben wir hier noch? Das müssten die 2 Rescue-Teile sein. Genau, die fliegen gerade drüber. Das ist gerade blöd. Das heißt, ich versuche hier mal den Satelliten in die Umlaufbahn zu bringen. Vor allen Dingen den Typen hier hinten zu retten, wird auch so eine Mammutaufgabe, glaube ich. Bom, 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 bom.
Den Satelliten haben wir jetzt noch gar nicht so fabriziert, aber müssten wir ja hinkriegen eigentlich. Genau, da, den brauchen wir. Das heißt, neu. Zack. Das ist sozusagen die rudimentäre Sache, die man braucht für die Satellitensteuerung. So, einen darüber, einen darunter. Davon ganze vier drumrum. Ist die Frage, was braucht der Satellit eigentlich alles? VIP, VIP, Erkundekörbin, Temperaturen, Satelliten, okay. 10 Sekunden Stabilität. Also im Prinzip brauche ich keine Wissenschaft. Dann mache ich den einfach zum Kommsat. Quasi. So. Und das war's im Prinzip schon. Das Ganze noch mit. Nee, der war zu groß. Ich verklick mich immer wieder. So. Damit ein bisschen aerodynamischer ist für die Startphase. So. Das Ganze jetzt auch nochmal hier unten. Und hier lege ich fest, der soll bloß. Im Prinzip bloß eine kleine Sprengung haben. Der soll gar nicht so viel machen. So. Sehr schön. Und das Ganze muss ich jetzt bloß irgendwie wieder hochbefördern. Haben wir dafür schon ein Staging gehabt? Nein. Gut. Okay, weil das Ganze ist mir immer noch ein bisschen zu wabbelig mit einem so einem Teil. Deswegen möchte ich ja eigentlich drunter. Hier reicht eigentlich, wenn ich den hier drunter setze. So, und der soll eigentlich einfach nur zurückkommen. Ja, der war zu klein, ist klar. So. Haben wir hier ein bisschen Steuerung. Die kann auch gerne wieder zurückkommen. Genauso wie das Teil für die Akkus. Strom, 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 Strom. Zack. Zack. Und jetzt klatschen wir hier noch einer zwischen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber funktioniert. So. Fallschirme. Die großen, ich will eigentlich keinen Weltraumspaziergang machen. Mache ich die hier hin? Das heißt, zack, die kleinen noch hin und die mache ich hier oben. Na, komm, zack, passt. So, lala. Noch einen Trainer hier hin. Dann muss das Ganze eigentlich jetzt bloß noch nach oben befördert werden und in die Richtung, wo ich hin möchte. Das heißt, zack, das ist die Stufe, die im Zweifel uns zurückbringen soll. Zack. Muss bloß gucken, dass ich wieder so eine Monsterrakete baue, die mich dann überhaupt nicht weiterbringt. Antriebe. Zack. Und hier möchte ich auch ein bisschen Stabilität noch einbringen, dass das Ganze sich auf Kurs hält. Soll nee, das war verkehrt. Hier. So, der Plan ist jetzt wie folgt. Das ist die Stufe, die mich zurückbringt.
Das ist die Stufe, die den Satelliten in die Umkreisbahn bringt. Und jetzt brauchen wir eine Stufe, die einen sozusagen erstmal in den Orbit bringt, der ganzen Geschichte. Das passt so. Na komm. So. Das zusammen. Das kann da einzeln bleiben. Und das auch. Sehr schön. So, das bringt mich in die Umlaufbahn und jetzt brauche ich noch eine Stufe für den Steigflug an sich. So. Zack. 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 Das ist die zum Steuern. Jetzt möchte ich aber hier einen Boost haben. Das sieht natürlich scheiße aus. So. Das Ganze hier natürlich noch ein bisschen aerodynamisch machen. Dann hoffe ich mal, das Ganze reicht mit 50 Prozent Boost. Wir verstratten das Ganze noch ein bisschen. So, ein paar Flügel noch ran. Und Starting-Sequenz. Das heißt, das hier rein, das hier rein. Na komm. So. So, der Plan ist also Boost nach oben, Orbit, Satelliten positionieren und Rückflug. Könnte das so funktionieren? Das funktioniert so überhaupt nicht. Ja, das sieht schon besser aus. So, gut. Ich nehme den. So, wie nennen wir das? One Sat. One Com Sat. So, speichern. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Tja, schade. Was denkst du? Kriege ich das damit hin auf die Umlaufbahn so kurz vorm Mond? Oder Moon, wie es so schön heißt? Kann man mal sehen, ob das Ding überhaupt in die Luft geht. Nee. Wie denn auch? Also 50% sind wahrscheinlich doch zu wenig. Dann gehen wir auf 75 mit einer Kleinen. So viel hat eigentlich gar nicht gefehlt. Hä? Machen wir hier nochmal Vierer dazu. Und hier so einen kleinen Boost, den wir bei 100% lassen.
So, Lala. Speichern. Feuer frei. Delta V. Ich weiß, das ist so enorm wichtig, aber A, wo kriegt man das raus? Also, wo steht das? Oder muss man sich das ausrechnen irgendwo? Ich mache das mehr oder weniger nach Gefühlen und Erfahrungswerten in dem Sinne. So. Okay. Und volle Rolle. Fällt mir schon mal sehr gut, wie der hier steigt. Also auch nicht so wackelig, wie ich gedacht habe. Muss ich zugeben. Zack. Der hatte immer noch ordentlich Schub. Also die 75% waren gut gewählt, glaube ich. Damit kommen wir schon ganz gut. Ja, Schraderer, arbeiten natürlich. Also ich streame jetzt auch bloß, weil ich frei habe in dem Sinne, sonst muss ich vielleicht auch um die Zeit arbeiten. So, wir gehen mal ein bisschen schon in die Schräglage. Alter, du müsstest langsam hier mal volle Schub geben. Wir sacken von der Geschwindigkeit etwas ab. Ich hoffe, das kriegen wir noch eingeholt von der Geschwindigkeit. Dann sind wir echt zu schwer hier oben. Obwohl wir ja eigentlich schon eine ganz gute Höhe haben. Muss ich die jetzt absprengen? Jetzt wird er wieder schneller. Sehr schön. Sehr schön. Da war ein kleiner Knick sozusagen drin. Müssen wir hier bloß ein bisschen komische Flugbahn machen. Mod will ich ja deswegen nicht dazu nehmen, der Endless Delta V anzeigt, weil ich das halt Blödsinn finde im Prinzip. So ist es nur eine gewisse Schwierigkeit. Komm schon. Der feuert gut. Den sollte ich mir in meiner Umlaufbahn hier erreichen. Die mittlere Stufe, die war halt nicht ganz so prickelnd, wie ich mir dachte. Muss ich mal ehrlich zugeben. Das war ein bisschen verplant. Aber hier, guck dir das an, wie wir jetzt steigen hier. Okay. Muss man gucken, denn wir wollen auf die Umlaufbahn kommen und wieder zurück. Das wird interessant. Ja. Aber was wäre es denn, wenn es so uninteressant wäre? Ich muss halt wirklich diese Zwischenstufe wirklich alle auf Dreier machen. Das bringt sonst nicht, scheinbar. Sind bei 70, das ist sehr schön.
wo du am wenigsten auch relativ gerade Bahnen, ja, kriegen wir. Sehr schön. So. Ein bisschen senken den Kopf. Prinzip können wir hier eigentlich schon volle Wulle nach vorne gehen und versuchen hier eine gute Umkreisung hinzubekommen und schon mal hier nach außen zu gehen. Schon die Hälfte weg. Ich glaube, ich gehe hier nochmal zurück und baue diese Stufe nochmal um hier unten. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass das so blöd funktioniert hat hier. Aber absolut nicht. Deswegen das nochmal weg. Ach komm, was soll der Geiz? Hallo, ich sagte 4. Zack. 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 Probieren wir es halt dann so. Bisschen für die Aerodynamik noch sorgen. Zack. Bisschen verstratten, also hier Verbindungsteile. Zack. Links. Zack. So, nichtsdestotrotz will ich hier einen so einen kurzen Boost am Anfang haben. Reichen aber die aus bei vollem Schub. So. So. Verbindungsstreben nochmal vielleicht. So. Probieren wir es so nochmal, dass wir da besser die Umlaufbahn kriegen. Mann, 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 Mann. Wenn man das so eine Weile nicht gespielt hat, jetzt wie bei mir, jetzt von der letzten Aufnahme bis jetzt, habe ich wirklich auch anderweitig nichts gespielt bei Körbe. Da ist das teilweise schon ein bisschen komisch. Feuer frei. Auf zu neuen Ufern. Entschuldigt, ab und zu kommt noch so ein kleiner Husten durch. So. Diesmal scheint es wirklich besser zu laufen. Die krachen bald dort unten auf. Wir haben eine gute Reisegeschwindigkeit. Sehr schön. So. Schon mal ein bisschen in Schräglage gehen. Das kann man noch mal hier reinschieben, dass die dann sofort stoppen, weil wir da keinen Zeitverzug haben.
ein wackeliges Ding irgendwie gerade hier. So, weiter geht's jetzt hier in einer beschaulichen Runde. Wir sind schon gut unterwegs, wir können hier ruhig richtig schon in Seitenlage gehen. Und die Zeit jetzt abwarten hier mit Minimalantrieb. Also das sieht jetzt deutlich besser aus. Am Anfang sogar noch mehr in die Schräglage gehen als so schon. Volle Wulle hier wieder ein bisschen. Steigen immer noch leicht, obwohl ich hier quasi nach unten zeige schon. Aber ich will jetzt möglichst fix die Umlaufbahn hier bekommen. So, zack, bitteschön dahin. So. So lang ist es nicht mehr. Da müsste jetzt hier gleich die Umlaufbahn kommen. Und dann kommen wir nach vorne hier. So. Da haben wir doch die Umlaufbahn, so gut wie. Zack. Sehr schön. Und nochmal volle Wulle hier. Sieht sich perfekt. So. Jetzt müssen wir hier nur noch auf die 7 Millionen kommen und hinten auf 8,7. Das heißt, ich werde jetzt hier volle Wulle mal durchdrehen. Um auf diese Entfernung zu kommen, einfach. So, jetzt haben wir da erstmal die Höhe geschafft. Ich sprenge hier oben den Ring schon mal ab. Zack, weg damit. Und klappe hier die Antennen aus. So, ein bisschen Sprit haben wir noch. Dann wird es interessant, ob man mit dem so weit zurückkommt. Das wird interessant. Na, mal gucken. So. So oder so. Manöver hinzufügen.
Alarmglock, Add und Add. Das heißt, wir sind noch 2 Stunden, bevor wir mit dem was machen müssen, schon bei dem hier am Tun. So, lala. Das wäre dieser Punkt. 3 Stunden hat man jetzt Zeit, wieder die nächste Aufgabe zu tun. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Aufträge wie Rescue-Missionen und sowas. Zweitrüsten, positionier Satellit, Ritter, Umlaufbahn, genau. So, das heißt, wir haben doch schon ein Rescue-Raumschiff uns gebastelt. Öffnen. Rescue One. So. Kein Rescue 2 schon mal. Nee. Das haben wir noch nicht. Interessant. Wir haben ja jetzt eigentlich diese Düsen hier. Mit denen kann man das eigentlich besser bauen. Frage ist, ist das halt nötig? Zumindest kann man hier Moment, den Strom ein bisschen besser machen. Die bringen ja 100 und die 200. Das heißt, weg damit. So, dann kann man nämlich auch die hier oben hinsetzen. So. Alles klar. Einmal abspeichern, bitte. Jetzt die Frage. Wir haben, glaube ich, da zwei Teile. Zwei zum Retten und um Kreise kurbeln. Carbos. Den möchte ich gleich da hinsetzen. Dann nehme ich nämlich den gleich mal mit. Rette im Zweifel die 2 Leute. Und habe 2 Aufträge mit einem Schwung erledigt. Das ist ja meistens so, dass das Hauptziel, also bei so krassen Aktionen, ich brauche halt die Wissenschaftspunkte, um mir das bessere Zeug zu holen. Bin dann jetzt so an so einem Knackpunkt angelangt. So. Der müsste ja erprobt sein, dass der relativ easy nach oben geht. Zumindest habe ich ihn ja dann so abgespeichert und jetzt noch ein bisschen aerodynamischer, weil die Batterien besser sind. Treibstoff, das ist auch immer gut. Wir sind auf einer guten Reisegeschwindigkeit. Das war das Problem bei dem Teil. Das war so ein bisschen
Schwierig zu manövrieren, ich erinnere mich. So. Und was ich vergessen habe, ist Solarzellen anzubringen. Yippie-yay! Ich werde bekloppt. Oh, wir sind schon so weit drüber. Wenn man einmal nicht guckt, ey. So. Sieht es überhaupt aus? Die haben wir bald leer. Wie die immer schön im Viereck wegflattern. So. Wollen wir mal gucken, ne? Umlaufbahn ist da jetzt schon Standard hier. Ist was ausgegangen. Eine Fresse ist so ein bisschen viel Treibstoff jetzt gerade, ist das hier verballert für die Umlaufbahn. Das habe ich irgendwie besser im Kopf. Nochmal auf Vollschub nach vorne. Nee, das mag er gar nicht von den Sekunden her. Okay. Na komm, jetzt müsste es doch bald mal kommen hier hinten. Wir sind schon gleich bei 2-1. Jetzt tu nicht so. Das lässt sich aber noch manchmal bitten. So, jetzt setzen wir das als Ziel. Oh, nur 0,5, okay. Ich will noch ein bisschen höher haben über dem Teil, bevor ich das mache. So, 94, das müsste passen.
Wenn wir hier 98 haben. Sehr schön. So. Die Angleichung der Bahn noch. Haben wir es da? Wir werden hinzufügen. Sala. Positionieren wir das gleich mal. Und ich glaube, es ist dann noch Zeit, bis ich da bei der Moon-Fehlrakete irgendwas tun muss. Ist noch Zeit, hier das Ganze zu machen. Oder Kommsat, genau, Kommsat in 3 Stunden. Das ist ja das nächste Event dann wieder. Sekunden. Ist eigentlich nur ein kleiner Schub. So. Zack. 0-0. Perfekt. So, jetzt ist das bloß auf der anderen Seite. Das wird es interessant. Da werde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht wirklich rankommen. Nö, das braucht noch ein paar Umdrehungen. Deswegen ist er aus, weil wir hier noch keine Solarpanels rangemacht haben. Ich depp. Den kann ich aber ausklappen. So. Und nochmal zurück zum Weltraumbahnhof. Wo ist es hin? Da. So. Parameter erfüllt. Ja, suborbitaler Flug. Sehr schön. Was haben wir noch? Können natürlich auch einen Satelliten versuchen, auf dem Mond zu landen, weil es ja bloß um die wissenschaftlichen Daten geht. Ist das eine Überlegung, einen Satelliten darauf zu ballern? Ist die Frage, wie müsste der Satellit aussehen? Machen wir mal hier komplett neu. Das Teil müsste dann der Satellit sein, der landet. So. Hier mal öffnen, knallen hier mal die ganzen wissenschaftlichen Sachen rein. Hier nochmal Temperatur. Das nochmal. Strom können wir auch gleich hier mit reinklatschen. Zumindest einmal. So. Das weitere einmal hier hin. So, bei welchem Gewicht sind wir denn jetzt? Eine halbe Tonne. Brauche einmal oben für ein Licht. Wenn der da steht, braucht der Licht. Der braucht Antennen.
Dann ist halt die Frage, wenn ich jetzt sage, hier gehen die Türen auf, ne? So müsste das denn sein. Das muss ich ja auch noch irgendwo unterbringen. So. So, hier möchte ich, dass ich den abspringen kann. Ich alle schon wieder 7 Tonnen. Dass das schon wieder irgendwie bekloppt sein wird. So, dafür brauchen wir jetzt alles andere nicht so wirklich. Fallschirme und Co. Zack. Zack. Aber was ich noch brauche, ist dies. So. Jetzt hätte ich die hier zur Auswahl. Nee, da müsste es so ja schon ganz gut stehen, eigentlich auf den Beinen. Eingefahren, Schatten, genau. So, wo hast du deinen Gewichtsschwerpunkt da? So, jetzt ein paar Korrekturdüsen hier angebracht. Muss ja eigentlich nur nach oben, aber die haben ja wirklich kaum Gewicht, deswegen setze ich hier oben auch noch zwei heran. Wenn ich jetzt nicht weiß, warum ich die dort brauchen müsste. So. So, das ist der Moonlander. Jetzt brauche ich noch ein Teil, was das bis dorthin bringt. Diese 8,8 Tonnen. Was immer noch massiv viel ist, meiner Meinung nach. Verdammte Axt. Warum bin ich denn immer zu optimal? Ach Gott, so, wie mache ich das jetzt? Das ist die, die mich bitte schön bis zum Mund bringt. In der will ich einen Abstieg schaffen und alles andere. So. Schön wieder hier einen Trenner hin.
So. Transferstufe. Bisschen für die Balance hier. So. Mache ich jetzt mal nichts aerodynamisch. So. Und die Stufe, die das Ganze hochballert, brauche ich noch. Eins, zwei, drei, vier. Okay. So, lala. Bisschen Verbindung noch schaffen. Zack. Zack. So, die Frage ist, das wird wahrscheinlich noch nicht mal reichen. Wie viel Teile haben wir? Ich will das Ding jetzt zum Mund kriegen hier. So. Bindungsstreben noch ran. So. Ganze noch mit dem verdonnern. So, lala. Ich hoffe so, dass das jetzt hier was wird. Brauchen diese beschissenen Daten. Irgendwie vermunden. Mun Land satt. Speichern feuerfrei. Hoffentlich wird das nicht wieder so ein Fehl. Oh Mann. Na, lass mal lieber mal drei Viertel. Drei, zwei, eins. Geht aber schön ab. Gefällt mir. Gehen wir mal Vollschub, damit wir in die Nähe von den 7000 kommen. Da wird die Luft dann schon dünner und damit lässt sich es einfacher fliegen. Gehen wir mal Richtung 15 und dann schwenkt mal ein hier.
erstaunlich schnell reagierte, muss ich sagen. Gleich ist die erste Transferstufe ausgebrannt. So. Natürlich jetzt und nicht Zunder, weil natürlich kaum noch Gewicht oben drauf ist. Nicht so wie bei der Stufe zuvor. Jetzt gucken, dass wir hier gut reinkommen. Richtig gut Schwung mitnehmen. Schon mal sehr gut aus. Zack, das Ganze hier ausklappen. Das funktioniert sehr schön. Ich lasse das mal hier. Nein, Manöver wollte ich jetzt keins setzen, sondern hier vorspulen bitte. Und dann geben wir nochmal Stoff, dass wir nach vorne kommen. Vor allem den hier können wir auch absprengen eigentlich. Klein mal machen hier. Und weg ist die Spitze. So. Sehr, sehr schön. Ein bisschen auf Position kriegen nach vorne. Wobbelt ganz schön. So. Hier einen Vorspulen. Ja, sollte funktionieren. Ein bisschen. Da sind wir bei 70 und 80. Den als Ziel setzen. Einen kleinen Schubs bitte in die Richtung dann. So, die hier im Vorspulen.
Ja, natürlich, ich habe ja die Bodenstation deaktiviert. Daumelkäfer, nee, ein paar Mods habe ich drin, aber nicht große weltbewegende. Also für mich bloß sinnvolle wie dieses Kerbal Clock. Zum Beispiel, ich habe die Modliste auch bei YouTube dann drunter geschrieben. Ah, das ärgert mich natürlich jetzt. Da brauchen wir ja noch ein Kommsat-Teil, was bis zum Mond geht, ansonsten können wir es ja dort gar nicht steuern. Das war das Problem, warum ich eigentlich die Mannschaft dabei haben wollte. Okay. So, was Blödes aber auch. Warum ist mir das entfallen? So ein wichtiges Ding. So. 0-0. Tja. Jo, ne? Das ist doch. Also, darf ich jetzt im Kommen. Ja, wer keine Fehler macht, kann nichts lernen. Das habe ich auch schon bei der Moon-Mission gemerkt, mit der ich eigentlich hin wollte. Da bin ich wieder ans Teile-Limit gekommen, was mir eigentlich schon einen Hinweis geben sollte, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, das wird jetzt einfach bloß ein Vorbeiflug am Moon werden. Ich zeigte das Ding mal kurz. Es war gut geplant, aber das funktioniert mit den Teilen, die ich jetzt habe, noch nicht. Hier. Aber der Treibstoff reicht halt noch nicht aus. Hier, ich habe nur noch ein bisschen und dann habe ich nur noch hier. Also, das wird nichts mit der Landung. Das ist viel zu schwer, viel zu groß, ambitioniert. Das wird einfach wieder ein Rückflug. Aber damit ich jetzt wenigstens die Daten bekomme, vom Mondoberfläche, muss ich jetzt ein kleines Kommsat-Netzwerk aufbauen. Das war zügig. Bam, 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 bam. Und da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Wie fange ich das jetzt an? Zack. Energy. Zack. 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 So. Das wird jetzt der alte Kommsat quasi werden. Einmal diesen. Einmal diesen. Hier jeweils plus 3%. Hier können wir ruhig 100 lassen. So. Alter Kommsat. Speichern. So. Könnte ich den auch hier reinziehen eigentlich? Nee, das verstehe ich halt manchmal nicht, warum das manchmal funktioniert und manchmal nicht. So, nicht speichern. Jetzt das Ganze. Ich möchte mit dem Teil die Satelliten positionieren. Ja, gut, ne? Klein, ist alles Definitionssache. So, deswegen, ich fange jetzt erstmal an mit denen umkurbeln. Der soll einfach nur zurückkommen. Das heißt, Moment.
hier auch einen kleinen Akku zumindest mal drauf. Die Teile hier ran. Oder hier ran. Tut sich eigentlich ganz gut, ne? So. Und das Ganze hier. Zack. Das soll im Zweifel die Stufe sein, mit der es zurückgeht. Fallschirme noch. Die Fallschirme. Salala. Ist die Frage, wie viel Schub brauche ich, um das alles zu bewerkstelligen, so wie ich das vorhabe? Körben, komm, satt. Pakete sozusagen. Speichern, öffnen. Alter Kommsatz, verbinden. Warum funktioniert das jetzt bitte schön nicht? Das verstehe ich nicht. Kann man das irgendwann. Das erste Teil darf nicht in den Sub. Aber wenn ich jetzt die beiden Raumschiffe hier verbinden will, warum funktioniert das nicht? Müsste ja eigentlich funktionieren, wenn ich das richtig verstehe, ne? Das ist jetzt der Punkt, wo ich das Spiel nicht ganz verstehe, ehrlich gesagt. Das ist halt so ein Punkt, wenn mir einer erklären könnte, warum das nicht funktioniert. Ich wollte jetzt hier diesen Satellit dreimal draufsetzen, jetzt muss ich den dreimal neu bauen oder was? Satz, Prokur. Ach, da liegt das. Was ist denn das für ein blödes Ding? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich dachte, als Anbaufläche gilt auch sozusagen der Absprengring. Oh, verflixt. So. Dann halt nicht. Na komm. Oh, Daumenkäfer scheint ein Pro in dem Spiel zu sein. Was meinst du jetzt mit Rerouten? Nee, war das so richtig? So, hier war das dann. Der bleibt hier dran, aber geht von dem ab. Genau. So. So. Communication Zone. So. Okay.
Den Teil an. Moment. Wie ich das immer? So. Speichern. Alter Kommsat, laden. So, und jetzt meinst du, die Moonsatrack zu verbinden, richtig? Aber hier, geht doch auch nicht. Also, irgendwie. Wie gesagt, das verstehe ich halt gerade nicht. Vier Symbole. Links, vier Symbole. Meinst du die hier, ne? Drehen, wieder verankern und solche Geschichten. Das vierte von links. Dieses Platzieren. Ist ja standardmäßig angeklickt eigentlich. Zum Neuanordnen des ersten Teils? Ich verstehe immer noch nicht ganz, was du meinst. Ja, das vierte der extra. So, ich habe das ja jetzt scheinbar. Moment. Von der Probecore weggemacht. Genau. Auf diesen Verankerungsring hier. Meintest du das? Aber ich kann es ja trotzdem nicht hier anschließen. Oder Moment, kann ich jetzt das Teil hier reinziehen? Ah, okay. Alter, komm, satt. Speichern. Öffnen, nicht speichern. Rack, laden. Wo ist er hin? Da ist er. So. Ah! Ah! Haha! Hahaha! Das war sehr, sehr geil. Also danke, danke, danke. Das war eine sehr, sehr gute Info. Finde ich ganz cool. Jetzt habe ich das verstanden, wie du das meinst. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Dann funktioniert das jetzt. Zack. So. Perfekto. Jetzt muss ich nur noch einige Kleinigkeiten. 300. 3. Gut. Alles klar. Und hier sind es wieder 100. Dann kommt hier nämlich eine Spitze noch drauf. Boah, jetzt wird es ein Staging. Alter Schwede. So. Vor allen Dingen muss das ja umgekehrt sein. So. Ist jetzt Konzentrationsarbeit hier.
So. So müsste jetzt zuerst der abgesprengt werden. Dann wird der erste Satellit freigesetzt. Und werden die Zwischenringe beseitigt. Dann kommt der Zwischenring und dann der. So. Boah, Alter, Kaff, Alter. So. Schwere Geburt. Toll, das funktioniert nicht so. Ich will das hier ein bisschen noch. Das jetzt nicht hin, oder was? Schön. Dann muss ich hier einen kleinen Zwischentrick anwenden. Weil das wird sonst sowas von wabbelig. Glaubt mir, das ist, habe ich mal schon ausgetestet, das ist nicht feierlich. Mann. So. So. So, es sieht komisch aus, aber es funktioniert. Das ist der Witz. Naja, ohne feste Symmetrie. Eine gewisse Symmetrie ist ja hier vorhanden, oder? Also, die sind direkt übereinander, die Streben geben eine Symmetrie. Also, wenn man die Symmetrieachse hier so diagonal durchzieht, kann man spiegeln. Also eine gewisse Symmetrie habe ich immer drin, aber so hundertprozentig auf Symmetrie im Zweifel nicht, nee. Aber ich versuche schon so, dass die Rakete ausgeglichen ist. So. Jetzt geht es weiter hier im Gesangsverein. Mache ich das Ganze mal so. So. Bisschen auf Aerodynamik kann man auch noch achten. So. Ziemlich eng, aber muss funktionieren. So, lala. Hier habe ich mir jetzt gerade noch überlegt, könnte ich noch die hier einbauen, damit es ein bisschen wendiger ist. Einen weiteren Trenner rein und jetzt im Prinzip, warte mal, im Prinzip, ich habe jetzt abgespeichert, könnte ich mir doch Moonland, genau. Im Zweifel. Das ein bisschen überpaced, oder? VIP. Kerbin Stage. Speichern. Nicht speichern. Laden. Alter Kommsat. Nee, alter Kommsat-Track. Laden. Jo. Kerbin Stage. So. Das müsste es doch jetzt eigentlich soweit sein, ne? Bloß dieses Zwischending wirkt ein bisschen blöd hier gerade, finde ich. Ah, das ist alles ein bisschen kacke, design ich doch neu. Ich muss mir halt eine Stage aussuchen. Taste C, Taste C. Ach so. Meinst du hier das Winkelfang ein aus? Ja.
So, müsste ich mich mal näher damit beschäftigen, was das sozusagen macht. Jetzt ist ja hier auch noch das Teaching dazwischen wird. Die müssen hier mal raus. Das sind die großen. Zack. Das muss hier hin. So. Moment, wo ist denn der hier? Rückt da hin. So. Uiuiui. So, jetzt muss ich mir mal hier eine Stage zusammenbauen, die mir das soweit ermöglicht, vorzukommen. Ich drücke jetzt mal C und lasse das mal hier sein Teil tun. Ist eigentlich auch nichts anderes, als wenn ich die Taste nicht gedrückt habe. Finde ich jetzt erstmal. So, das sieht für mich ehrlich gesagt ein bisschen blöd aus, das da reinschiebe. So, sieht zwar ein bisschen mit den Düsen blöd aus, muss ich sagen, naja, soll funktionieren. So. Wo ist denn jetzt hier wieder der Haken? Das ist doch wieder. So, zack. Was ist denn jetzt der? Oh Mann, ey. Das ist die Düse da oben. Passt. Das sind die vier. Das sind die zwei. Dass der jetzt das total zerruppt hier, das geht mir gerade tierisch auf den Leim. So. Mal. Oder den jetzt hingeschmissen, da oben wieder raus, da zu kotzen. So, zack, 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 zack. Und diese zwei Stages hier mit den fünf Antrieben, die werde ich mir abspeichern. Ich würde erstmal, bis ich dann die besseren. Ah, okay. Wenn man die einen Winkel macht, dass die. Wenn sie reinbaut, okay, muss ich mal gucken, den Unterschied. So, dass ich dann immer dieselbe Stage habe, auf die ich mich dann ja, verlassen kann, auf gut Deutsch. So. Zack. 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 Hier mache ich mir einfach mal die anderen auch ran. Schiebe das Ganze jetzt ein Stück nach oben. Eieiei, so. Der Trenner ist jetzt der. Die starten hier. Die müssen hier nach unten. So. Alles klar. Die möchten noch ein paar Flügelchen haben. Sind wir jetzt überhaupt 116 Tonnen schon wieder? Eieieiei.
hier zum Abspringen. Die kommen auch hier ran. Und ich möchte, wie gesagt, diesen kleinen Extraschub noch haben. So, wenn dieses Staging jetzt bis hierhin funktioniert, bis hierhin wird das sozusagen erstmal meine Standardstufe, bis ich die besseren Teile habe. So, weil damit sollte jetzt Körben mit einer gewissen Nutzlast auch einwandfrei funktionieren. So, zack, gib mir her, Techniker, shit. Wir haben keinen Pilot mehr? Ah, kann man denn hier nicht ohne irgendwann mal ein kleines, klitzekleines Problem haben? Weil ohne Pilot will ich das jetzt nicht steuern, das ist Kacke. Die brauchen noch Ewigkeiten, der Kommsat ist eh ohne. Rescue haben wir noch, der ist noch meilenweit von denen entfernt. Ah, verdammt mich. Das heißt, ich werde nicht drum herum kommen, hier einen Piloten zu kaufen. Vor allen Dingen war mir eigentlich so, als hätte ich noch einen Piloten. Das wundert mich gerade. Techniker, 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 Tourist, Tourist, Tourist. Chepeda, ja, okay. DM, wann kommen satt? Valentina Rescue. Oh Mann, ey. Tja, welchen nimmt man jetzt hier? Mögliche ertragbare G-Kraft 5,7, 5,8, 5,8, 5,9. Ja, dann den, oder? Der hält am meisten aus. Die Frage ist ja auch, was ist bei der Belastbarkeit gemeint? Wisst das einer? Weil die G-Kräfte, wenn zu viel G-Kraft, okay, dann wird er ohnmächtig und funktioniert nicht mehr, ist klar. Aber der hier hat 5,9 und der hat 6,1. Ne, okay, da ist auch die Belastbarkeit größer. Aber wieso gibt es dann diese Belastbarkeit nochmal extra? Da nehme ich hier die Handball da. So, zack. Hat mir natürlich ordentlich gekostet. Aber was soll's? So. Jetzt ab darin. Handballer. Die hat natürlich noch keine Umlaufbahn-Erfahrung. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber muss ich jetzt mit leben. Die kriegt es ja durch diese Mission. So, Kerbin-Netzwerk, Aufbau, Teil 1. Zack. Nehmen wir 3/4 Schub. 3, 2, 1. Ist ja überhaupt nicht, dass sich das dreht. Also, ich brauche hier Struts. Also die Verbindungsteile. Ohne bringt das, glaube ich, gar nichts. So.
Toll. Hier bringt es noch weniger als nichts. So höchstens. Ja. So. Alles klar. Und den Piloten noch drin? Jawohl. So. Im Zweifel ist das auch ein kleiner Test, ob ich mit der Konstellation bis nach Moon käme und dazwischen dann auch gleich noch Komsatz zu bauen. So. Hält sich soweit jetzt stabil, es kommt nicht in diese Drehung, die wir eben erlebt haben. Frage, ob dieser Anfangsschub ausreicht. Im Moment verlieren wir sogar Geschwindigkeit noch. Ah, jetzt halten wir so. Sehr gut. Sind über den Punkt hinaus. Wir haben eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Die sind gut. Die sind im Staging gut. Und das ist auch noch da. Sehr gut. Vielleicht statt den kleinen Boostern wirklich diese großen Booster noch an die Seite, dass wir hier eher noch auf Geschwindigkeit kommen, fast. Würde ich fast mal ausprobieren das nächste Mal. So. Wollen wir mal sehen, dass wir hier gut hochkommen. So, lala. Sieht soweit so gut aus, liegt stabil in der Luft. Und gut Geschwindigkeit. So, ein bisschen gedrosselt, dass wir keine Geschwindigkeit verlieren, aber trotzdem noch gut Strecke machen. Lasse ich noch dran. So, ach, sieht das nicht schön aus? Drei Satelliten mit einer Mission hier. Da sind sie nämlich eh alle. Die fallen dann wenigstens noch zurück. Jetzt kein Weltraummüll. So. Volle Wulle hier mal jetzt. Dass wir hier noch auf Geschwindigkeit kommen, weil mit den kleinen Triebwerken ist dann nicht ganz so viel Geschwindigkeit machbar. Also Geschwindigkeitssteigerung, deswegen muss man noch mal ein bisschen gucken.
Wir brauchen ja schließlich unsere 2200, das sind quasi noch 400 Meter die Sekunde, die wir hier zulegen müssen. So, jetzt nur minimal Schub hier. Dass wir hier im Zweifel dann richtig Stoff geben können. Weil wir sind eigentlich schon ganz gut dabei. Paar Sekunden noch. Um hier erstmal noch was zu trinken eingießen hier. Sogar noch was trinken. So. Auf Kurs bringen das Ganze hier und Feuer frei. Jetzt müsste eigentlich ziemlich zügig hier. Genau, da kommt sie nicht hoch. Möchte den ersten bei so 100 zack. Das ist 79, deswegen hier vorspulen. Möchte sozusagen einen bei 100, bei 200 und bei 300 vielleicht absetzen. Also so Pi mal Daumen, plus minus 10, 15 Kilometer sind für mich vollkommen okay. So, deswegen müssen wir das jetzt relativ gut timen hier. Sechs, fünf, vier. Siebenundneunzig. Sieht schon mal geil aus, aber ich möchte das doch ein bisschen klein, ein bisschen perfekter. Klein wenig. Acht, sieben, sechs. Hundert, ja, so, ha, perfekt. So. Warum immer im Dunkeln? So, zack. So, einerseits will ich jetzt diesen entkoppeln. So, dann hier Antenne ausfahren, Antenne ausfahren, Antenne ausfahren und Antenne ausfahren. So, und jetzt müsste der hier.
sehe ich jetzt gar nicht, aber der müsste nur 3% Sprengkraft haben quasi. Aber ich drehe mich trotzdem in die Flugrichtung. Oder entgegengesetzte Richtung ist vielleicht sogar besser. Wenn ich dann wieder beschleunige. So. Und wir sagen hier Entkopplung. Ha, sehr schön. Der erste Satellit wurde soeben freigesetzt. Mission 1 von 3 Teiligen ist damit erledigt. So. Wir gehen wieder in die Flugphase quasi. Sprengen diesen Verbindungsring hier ab. Bam. Weg damit. Braucht man nicht mehr. Die Antennen können wir auch schon mal rausfahren. Spielt ja im Vakuum keine Rolle. So. Die Explosion, nee, noch nicht. Also, wie du siehst, ich habe gerade meinen ersten Satelliten auf einer Umlaufbahn von 100 Kilometern gestellt. Den zweiten werde ich jetzt auf 200 Kilometer Höhe machen. So. Deswegen jetzt hier rein. Und einfach mal Stoff nach vorne geben. Ja, 205. Wie gesagt, alles Pi mal Daumen berechnen. So. Wie sieht es eigentlich mit der Zeit aus? 2 Stunden, okay. Ja, vorspulen. Oh Mann, fast hier eine volle Umlaufbahn. Ja, komm, komm, Nuffball, zurück mit dir, zurück, 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 zurück. Vorspulen, kaum. So, ich mache das jetzt doch. Wenn man es richtig macht, dann sollte man es richtig machen. Ja, vorspulen. Und vor allen Dingen dreht er sich ja eh schon in die Gegenrichtung rein hier. Das ist ja eh schon perfekt. So. Die 5 Kilometer will ich dem noch abnehmen. Bei 10 Sekunden machen wir mal einen kleinen Feuerstoß hier, dass wir das Ganze perfekt haben auf 200. So. Zweihundert. So, wir sind auch schon in die Gegenrichtung. Sehr schön. Entkoppeln. So, ha. Zweiter Satellit. Wir drehen uns wieder nach vorne. Mal wieder eine Mission. Jetzt, nachdem die letzten zwei, drei Missionen so halbe Fehlschläge wären, scheint die Mission jetzt hier wirklich mal richtig gut zu laufen. Entkoppeln. So. Oh, ist das schön. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Nee, bis zum Mond nicht. Also da wird nochmal eine Rakete gestartet.
die dann um Mundi platziert. Ich will jetzt erstmal die um Körben haben. Wie gesagt, der dritte kommt jetzt auf 300 Kilometer Höhe. Wahrscheinlich, hier muss ja sowieso noch ein Satellit hin. Das ist ganz praktisch. Der Auftrag läuft ja hier schon. Dann kann man da ein kleines Zwischenrelais haben, im Zweifel. So. Muss sie bloß umbenennen dann noch, damit ich weiß, welcher Satellit was ist. So. Ich glaube, das ist weit genug weg, oder? Dass ich hier jetzt durchstarten kann, um auf 300 zu kommen. Ist doch schön, oder? Manche Ausblicke sind einfach nur geil und vor allem sieht man, wie klein die ganze Sache eigentlich ist gegenüber dem Planeten. So. Bloß kurzen Schub. So. Und jetzt hier in der großen Übersicht. Come on, auf 300. Verdammt, 1 Kilometer. Ja, vorspulen. Vor allem dieses Satellitennetzwerk hier zu installieren hilft, dass man dann die Rescue nah genau ran sind, um die noch mitzunehmen hier. So. Hier wieder schön in die Flugrichtung drehen. So. 300, also etwa hier. Sehr schön, 30 Sekunden. Dann müssen wir noch ein bisschen ablaufen lassen, aber können hier auch schon mal in Flugrichtung uns wieder positionieren. Bei 10 Sekunden, wie gewohnt, geht es dann wieder los. So. Und Feuer frei. Und 302. Ich will es ja perfekt haben. Manchmal bin ich doch so ein kleiner Perfektionist. Hier vorspulen. Bin sogar über den Gegenschub schon vorbei, um die Hälfte. Müssen wir jetzt erstmal wieder ran hier. So, zack. Spulen mal wieder ein Stück vor. Komm. So. 23 Sekunden. Wie gesagt, wie gehabt, bei 10 machen wir mal ein kleines, das muss ein witzig kleiner Gegenstoß sein. Kilometer haben wir schon weggenommen. Jetzt bräuchte man noch einen zweiten Stoß, der sozusagen nochmal einen Kilometer wegnimmt. Drei, 1, 200 Meter nur Unterschied. Perfekt. So, das haben wir auch in der Gegenrichtung. Schön die Teile noch ausklappen. Und hier bitte schön entkoppeln. Oh, schön. Der dritte hat es auch geschafft. Oh, und der halbe Tank ist noch voll hier. Sogar noch besser gelaufen, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen erwünscht hätte. So. Das heißt auch, wir müssen jetzt hier erstmal ein bisschen wegkommen von dem.
bevor wir hier bremsen können. So. Schön, 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 schön. So. Und jetzt ab zurück. Rücksturz. Rechtsklick auf. Okay, muss ich gleich mal ausprobieren. Hä? Ah, okay. Ah. Ja, Mensch, ich lerne hier richtig mal was dazu. Sehr schön. Ja, nur einmal, ja. So. Wer kennt es nicht? Rücksturz zur Erde. Nicht Erde, Kurven. So, 40 reicht vollkommen. Dann können wir nämlich jetzt hier volle Wulle vorspulen. Ja, ich habe ja nur einmal geklickt, also ich habe es jetzt verstanden. So, jetzt müssen wir natürlich wieder mal manuell hier durchziehen, das Ganze. Aber ich müsste ja auf ins Licht kommen hier, ne? Jawohl. So, das heißt, schön durchziehen hier. Oh, ist das wackelig. Oh Mann. Sieht das jetzt, oh ja, es verkleinert sich ein wenig schon, aber wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen Gegenschub durchziehen. Wir fangen doch auch schon hier mit den Plasma Flares an. Ist aber alles im grünen Bereich. Es überhitzt nichts über nötig. Da geht die Sonne auf. Na, Körper, ne? Ja, leicht overpowered, ja, aber es ist mehr oder weniger meine Art, dass ich lieber zu viel als zu wenig Treibstoff dabei habe, normalerweise. Das kann ich hier aber auch ganz gut nutzen, denn wir sind hier immer noch über 200 drin. Ich werde jetzt hier einfach losfeuern und das Teil hier noch ein bisschen runterdrehen. So. Zack. Schon haben wir keine Umlaufbahn mehr. Im KS10 kommen wir nicht runter, aber hier kommen wir ganz, ganz oben nicht runter. So. Ich werde jetzt hier die ganze Stufe einfach jetzt ausbrennen. Genauso wie die nächste Stufe dann wahrscheinlich auch, um einfach ganz sanft landen zu können. Und die haben Ball da, Kirmen hat dann auch ihren Auftrag erledigt. Kerr sagt mir jetzt erstmal nichts von da. Aber ich will auch keine Mods haben, die mir dann zu viel abnehmen. Also wie gesagt, diese Glocke ist einfach bloß gut, weil man so, 22 Minuten. Weil man dann ja wie im echten Leben auch einen Timer hat. Aber ich möchte jetzt keinen Mod haben, der mir sagt, hier, dein Treibstoff reicht noch so und so viel Maximalschubdauer aus oder sowas. Was für blöd. Das macht dann den Spielsinn für mich ein bisschen kaputt.
weg damit. Mal nach oben. Weil im Prinzip kann ich die Stufe ja auch retten. So. So, das Triebwerk ausschalten. Das will ich jetzt retten, diese Stufe. So, das sollte natürlich auch relativ möglich sein. Gewicht sollte ja jetzt unten sein. Und was er dir anzeigt, okay. Was in der AP und sowas. Muss ich mir mal anschauen. Danke erstmal für die Info. Aber muss ich mir wirklich anschauen. Mal gucken, dann müsste es eigentlich gut genug runterbremsen können. Oh, 5 Meter die Sekunde. Perfekt. Sehr schön. Dann haben wir sogar noch eine Stufe mit gerettet. Hoch. Ich liebe es. Und das bei einem schönen kleinen Sonnenaufgang. Stage Cavalry. Ja, was ist da der Sinn bei Stage Cavalry oder was verändert das? Sehe ich hier irgendwo einen Schatten eigentlich? Da. Ich lande wie immer auf einer Schräge. Aber durch die Teile, die ich hier eingebaut habe, sollte ich das eigentlich relativ simpel überstehen. Perfekt. Perfekte Landung. So, na komm. Wissenschaftler Makene, ist klar, der hat ihren Stern. Sehr schön. So. Könnte man ja auch so, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Das 2, 3. Wo ging jetzt nochmal das? Ich glaube, da muss ich direkt rein, ne? Aber ich muss jetzt erstmal. Wo war's? Wann kommt satt? Genau. Hier rein. Weil die Zeit ist ran. Er hat's geschafft. Ja, im Fallschirm kann ich ja auch so ranbauen. Die müssten dann bloß aufgehen. Ne? Das ist dann immer so ein bisschen die Schwierigkeit, das zu timen. So. Okay. Eine Stunde 42. Der ist jetzt fast ran. Deleted. Und hier mal Manöver hinzufügen. 47 Minuten. Okay. Bitteschön nach vorne. 57 Minuten, okay.
Muss man auch gucken, dass man das richtig timen mit dem anderen. Voller Schub voraus. Müssen auf 8,7 kommen. Vorspulen und dann muss man nämlich schon wechseln. Das, die das wird interessant. So. So, 7,5, 7,7, sondern plus die Abweichung, die dann hier in etwa wäre, Manöver hinzufügen. Add, Jump to Chip. So. Vanilla Caspi sind nach 25 Minuten die Fallschirme in die Stufe weg und uns recovered werden. Okay. Okay. So. Jetzt muss ich hier das ganze Teil. Bewegen. So. Ah, verdammte Husten, ey. So. Jetzt dauert das noch 26 Minuten. Das können wir vorspulen. Hier vorspulen. Hallo? Jetzt. Fliegen wir ganz schön am Mond vorbei. Könnte ich eigentlich minus wenigstens ein bisschen Forschung vielleicht noch mitnehmen. Na komm, Zähne besser als nichts. Tür schließen. Crewbericht haben wir nicht, aber Wissenschaftler, EWE. Whoop. Space. EWE-Bericht. Kann man auch nicht machen. Sowas. F. Ich dachte, wenn er frei im Raum schwebt, hat er auch nochmal eine Aktion. Aber gut, okay, dann nicht. Öffnen. Kann man hier noch was machen? Ich nehme auch den kleinsten Fipsel noch mit hier. Alles schon gemacht. So. Das heißt, hier wieder ein bisschen vorspulen. Der ist noch auf Sicht. Sehr gut. Sind jetzt schon wieder abgebrochen. Delete und Close. Close. Bitte vorspulen. So. Feuer frei. So. So, lala. Manöver hinzufügen.
Add. Zack. Ja, sind zu viele Leute, die da drin stecken, Pilot und so. Dann mache ich lieber nochmal eins, was ein bisschen leichter designt ist, dass das dann wirklich in der Mondumlaufbahn sein kann und dann die Moonsat landet. Ne? Das ist mir dann in dem Sinne lieber, weil der braucht jetzt auch 2 Tage noch zurück. Tschüssi, Mond. So. Weil da ist der Treibstoff, jetzt, ich habe es gerade noch links gesehen, da ist vielleicht ein Tröpfchen drin in den 4 Tanks. Das wäre nichts geworden. Das ist mir dann zu heiß. Hier haben wir immer noch die ganzen Sachen. 2 Touristen. Touristen. Vorbeiflug am Mond, das könnte ich ja da gleich mitnehmen. Wenn ich das dann fabriziere. Ist die Frage? Ist die Frage, ist die Frage, ist die Frage. Also hier, das hat schon mal eine scheinbar eine ganz grüne Verbindung. Das gefällt mir. Das sollte also reichen. Rescue. Da wollte ich jetzt mal gucken, ob ich die 2 noch einsammeln kann. Das wäre dann sozusagen quasi mit so die letzte Aktion heute. Sowieso schon hier wieder lange am Stream. So. Da kommt er an. Manöver. Wir sind doch auf 0,0, genau. 98 und hier 95. 88. Wir sind eigentlich deutlich drüber. Eigentlich sollte es funktionieren, ranzuholen. Okay, dann machen wir hier noch mal einmal Vorspulen, bitte. Ah, die Satelliten umbenennen wollte ich noch. So. Manöver hinzufügen. Zack. Reicht noch nicht ganz. Kannst du mit Hilfe der schauen, wie viele Runden er noch drehen muss? Hä? Wie sollte das funktionieren? Also wie soll man das mit der Körbeklock rausfinden? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Spule dabei schon mal vor. Add? Okay. Close Target Distanz, ne, meinst du? Interessante Methode, ja. Ja, stimmt. Hast recht.
musst dich also Löwe hinzufügen. Quatsch, Mensch. So. Müssen ja erstmal einen Punkt ausmachen, wo sie sich treffen sollen, ne? Ohne dass ich dabei verglühe. Ja, das mit dem fünften Symbol habe ich ja verstanden. Aber ich muss ja trotzdem ein Schnittsymbol finden, oder? Eine Position, wo die sie möglichst nah sind. Achtzig, 75, so. Add das Objekt in Search. Distanz 18 Kilometer. Tagesdistanz. Fünf Kilometer, ne? An Tag 8 und Orbit 4. Also ist das, der braucht noch 4 Umkreisungen und dann ist er mit der Distanz dran. Closed. Closest. Ja, aber wir haben jetzt Tag. Vor allen Dingen, der bräuchte ein Jahr lang. Ja, schön und gut. 18 Kilometer im Jahr 1, Tag 8. Wir haben jetzt. Warte mal. Ist das jetzt die Flugzeit oder ist die Flugzeit, ne? Ja, 1 Tag 7. Okay, also er bräuchte etwa noch einen Tag. Ja, dann. Ach, in 4 Runden ist er 18. Ah, okay, in 4 Runden ist er 18 Kilometer lang dran. Okay, dann Add. In einer Stunde, also 2 Stunden, okay. Das passt. Okay, da brauche ich also, ist jetzt, zack, gilt das eigentlich? Moment, muss da jetzt mal ein bisschen gucken. So, ah, okay, also in der aktuellen Umlaufbahn ist er 18 Kilometer da dran. Okay, gut, okay. Cool. Meine Fresse. Was nicht alles geht. So, Wechsel zu. Das ist jetzt alter Kommissar 3. Wo bist du da? Raumfahrzeug umbenennen. Alter Kommissar 300, also das steht für 300 Kilometer. Annehmen. M. Wechsel zu. Damon. Alter, komm, satt. 200 annehmen. M. Moonlandsat hier wechsel zu.
Alter, komm, satt, 100. Annehmen. Bam. So. Sehr, sehr, sehr schön. So. Das Ganze wieder zurück und, na gut, eine halbe Stunde. Also, ich würde um 12 wirklich dann Feierabend machen. Das wäre eine halbe Stunde. Dann hätte ich ja heute sozusagen, lass mich kurz gucken, 2,5 Stunden gestreamt. Das sollte dann auch irgendwann sozusagen in dem Sinne reichen. So. Jetzt geht es darum, wir haben ja einen VIP, der um den Mond rum soll. Wir könnten natürlich die Mondteile dann gleich nutzen, um quasi ein Relais darzustellen für den Satlander. So. Das als erstes. Zack. Können wir ein bisschen höher machen hier. So. Bisschen aerodynamisch noch das Ganze machen. So, lala. Jetzt Fallschirme. So. Nee, der ist zu klein. Der. So. Und jetzt. Nee. Erstmal drinnen. Ich will damit eigentlich wirklich bloß in die Umlaufbahn vom Moon kommen und wieder zurück. Plus, dass dieser VIP sein Teil bekommt. So. So, das hoffe ich mal reicht aus, um dieses Teil zum Mund zu schicken und wieder zurück. Ich werde hier auch noch das hier anbauen. So. Ich will das wirklich jetzt ein bisschen leichter bauen hier, damit wirklich ich nicht so eine riesenschwere Rakete brauche. Und hier vielleicht wirklich mit so Boostern am Anfang arbeiten, dass er das hochfeuert, quasi. Damit die Umlaufbahn, damit zum Mund und einschwenken in die Umlaufbahn. Beziehungsweise hier. Probieren wir mal die Technik aus. So eine Zwischenstufe einzuplanen. So. Ja, Booster. So. Zack, wenn der erste Booster absprengt, will ich die zwei zünden. Wenn die zwei abgesprengt werden, soll der zünden. So.
So, das Ganze ist ein relatives Leichtgewicht, 33,5 Tonnen. Ja, 66%. Nehmen wir das mal so mit. So. Probieren wir es mal, ja, würde ich sagen. Jetzt ist bloß die Frage, Fliegermann Jürgs. Jutok. So. Und nun Orbiter One. Zack. So, probieren wir mal aus, ob das jetzt so funktioniert. Jetzt alles dran, irgendwas fehlt doch bestimmt noch. Funk, Funk, oder? Funk, 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 Funk. Funk ist noch. Funk ist noch. Sonst macht das ja alles keinen Sinn. So. Funk, 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 Funk. So. Speichern, wir haben Strom, wir haben Akku. Wir haben die Leute drinnen sitzen. Bup. So. Jetzt aber. Mal gucken, ob die 66% da ausreichen. Ich bin einmal gespannt. So, das Feuer frei. 3, 2, 1. Fahrzeugball zurücksetzen. Da haben wir irgendwie Mist gebaut. So, nehme ich. Das kommt hier hin. So. Vor allem machen wir das mal ab. So, bei 66 und das bei 66, sehr schön. Zack. So, Ganze noch ein bisschen hier mit den schönen Verbindungsteilen befestigen, so. Zack. Und mir schwant irgendwie, dass ich hier ein Problem bekomme. Deswegen diesmal und hier noch eins ran. So. In der Hoffnung, dass das jetzt so passt. Staging sollte jetzt auch klar sein. Huh. Auf zum Mond. Wollen wir noch einen Kreis um vom Mond schaffen? Drei, zwei, eins. Alter. Nee, das wird so nix. Das wird so nix. Da müssen wir mehr rausholen.
77. So, probieren wir es mit 11% mehr Leistung. So. Drei, zwei, eins. Geht entspannt nach oben, relativ entspannt. Soweit so gut, finde ich. Momentan relativ gut. Warum fängst du jetzt an zu wobbeln? So schnell bist du noch gar nicht. So. Den kann ich beglückwünschen. Daumelkäfer, ja, Glückwunsch! Dankeschön für das Abo! Wie gesagt, späteres Video ist auf meinem YouTube-Kanal zu sehen, das werde ich dann hochladen. Von daher gesehen, schau auch dort mal vorbei. Ich mache eigentlich größtenteils Factorio-Let's Plays. Das ist jetzt so nebenbei, weil ich das Spiel halt ziemlich geil finde. Wieder nichts, das wird so nichts. Das ist noch zu wenig. Kriege am Anfang zu wenig Schub, also lasse ich die doch mal hier auf 100%. So, ich muss bloß dieses Wobbeln, wie ich es nenne, ein bisschen irgendwie wirklich minimieren. So. Die kann man doch vielleicht, weil wir da schon auf Geschwindigkeit sind, 50% einstellen. Ich glaube, das reicht sogar, oder? So, machen wir nochmal abspeichern. Feuer frei. Wie gesagt, kein Problem. Ich wollte es bloß erwähnt haben, nicht, dass du dich dann wunderst, dass 80% quasi der Videos oder so Factorio ist. Deswegen nicht wundern. Aber zu meinem ASAP-Programm hier habe ich da auch eine Playlist. So, 3, 2, 1.
Ja, 50% waren doch zu wenig. Das heißt, wir ja, verlieren Geschwindigkeit. Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Rumtaktieren. Diesen Geschwindigkeiten, ich will es mal auf 75% lassen. Mal abspeichern. Frage ist auch, mache ich daraus gleich einen Vierer? So. Alles klar, so. Aber dann bräuchte ich. So, zack, jetzt aber. Ich hoffe, jetzt wird das hier, dass man ihn wenigstens noch auf die Reise zum Mond schicken kann. So, mal gucken, der Start sollte jetzt funktionieren. Die unterste Stufe gibt uns erstmal einen schönen Anschubs nach oben. Und dann starten die vier nochmal durch, bevor dann die eigentliche Rakete sozusagen startet. Die geben ordentlich Schub. Schwenke nämlich dazu gleich mal ein bisschen ein. So, jetzt hier schon mal direkt. Hier kommen wir jetzt schon 40. Wir nehmen immer noch sehr gut Geschwindigkeit auf. Wahrscheinlich ist es ein Tick zu wenig.
Das ist doch schon wieder ärgerlich. So. Mal hier schon mal Antenne ausfahren. Antenne ausfahren. Antenne ausfahren. Antenne ausfahren. Das ist deutlich zu wenig, aber ich will jetzt, weil hier ein Typ drin sitzt, der einen Vorbeiflug haben will, wenigstens diesen Vorbeiflug hinbekommen. So, Ziel setzen, 1,5 Grad haben wir hier. Nein, Ziel setzen, so. Zack. Jetzt bitte schön ein bisschen vorspulen. Nochmal ein bisschen vorspulen. Was jetzt hier kommt. Das passt so. So. Wir hinzufügen, volle Kraft voraus. Möglichst gucken, dass ich hier. Boah, Mann. Manöver hinzufügen. Volle Kraft voraus.
Es ist ein Vorbeiflug. Hier oben muss ich dann ein bisschen Gas geben, dass ich hier ein bisschen höher reinkomme. So wie es aussieht, krache ich sonst auf Körben drauf. Aber das wäre ja eine Möglichkeit. Fünfundvierzig, das wäre optimalst, wenn wir das so hinbekommen würden. Ja, vorspulen. Und dann hoffen wir mal, dass das ganze Teil hier Sinn ergibt. Und dass der Treibstoff reicht. Damit nötiger Ballast, der mir eine Antenne weggehauen hat. So, Treibstoffanzeige. So. Sehr schön, wie geplant. So läuft es jetzt. Machen wir hier ein Manöver hin. Adden das. Zack. So. Frage mich, ob ich auch diesen Moonsat-Länder schon mal zum Mond schicken kann und den dort in eine Umlaufbahn bringen kann. Ob die Steuerung dann schon hiervon ausreicht. Wir haben ja noch den Kommsat hier. Aber das ist eine Überlegung fürs wirklich nächste Mal. Das ärgert mich, dass das Teil hier das kaputt gehauen hat. Egal. So. Die zwei sind auf dem Flug. Die Rescue-Teile werden das nächste dann Event. Wahrscheinlich werde ich. 2 Minuten schaffe ich das nicht mehr. Ja, genau. Ich werde aber, denke ich mal, morgen Vormittag wieder streamen. Also, wenn du morgen wieder dabei sein willst, dann schau mal morgen Vormittag bei mir hier vorbei. Ansonsten, ja, was kann ich jetzt noch dazu sagen? Der Moonfail
am Anfang, der ist immer noch auf dem Rückflug. Ansonsten bin ich ja jetzt dabei, einige Aufträge hier zu erledigen. Den Mooncom-Lander, der muss auch noch irgendwie gelandet werden. Dazu wurde jetzt schon ein Relais-Netzwerk aufgebaut im Kerbin. Ich muss wahrscheinlich noch welche zum Moon schicken, aber da wird es wahrscheinlich pro Satellit eine Rakete, so wie es momentan aussieht. Und das ist natürlich so ein bisschen. Also wann? So circa, keine Ahnung. Ich denke mal wieder so um 9 rum Start. Mal gucken, je nachdem wie ich es so hinbekomme. Also um 9 so, würde ich sagen. Gut, ansonsten, ich würde das im Zweifel auch bei Twitter reinschreiben. Also wenn du Twitter hast, da würde ich es dann bei Twitter noch reinschreiben. So, ansonsten hat es mich gefreut, wieder so einen Erfahrenen dabei zu haben, weil ich muss sagen, ich bin noch nicht über Minimus hinausgekommen. Von daher freut mich das immer wieder, ja, erfahrene Leute zu haben, und du hast mir ja schon geholfen bei diesem Zusammenbau der Teile. Der hat bald seine weiteste Entfernung zu Kirben hier. Da können wir nochmal als letztes Stan Minimo. Ja, Minimus. Wie auch immer, ich verlasse das immer so als letzten Blick. Da ist Moon zum Beispiel und dort ist Kirben. Also das war mein Fail hier, die Aktion. Die ist auf dem Rückweg, wo Jebediah drin ist, ein Wissenschaftler, ein Techniker. Die brauche ich im Zweifel für andere Dinge, vor allen Dingen den Pilot, deswegen soll der mal zurückkommen. So, und mit diesen schönen Bildern, vor allen Dingen jetzt sieht man hier, dass der Treibstoff wirklich minimal ist in den Tanks noch hier. Das pupst mal kurz und dann ist er weg. Moment, müsste ich das hier noch umlenken, so, wenn der startet, dass der Rest abgefeuert wird. So, das heißt, wir haben hier einige Dinge zu tun morgen. Oh, ohne Tuna und Co. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Nee, also ich will wirklich, deswegen habe ich das Let's Play auch angefangen, auch wirklich durchziehen, auf jedem Planeten, jeden Mond mal gewesen zu sein. Und wirklich alles mal gesehen zu haben. So. In dem Sinne jetzt aber wirklich Mittagszeit, Essenszeit. Ich habe mich gefreut, dass ihr so zahlreich dabei wart und auch Kommentare gegeben habt. Und für das Abo auch nochmal danke. Und ja, gucken, wie es weitergeht morgen. Ich bin wieder halbwegs gesund, also wird es wieder in gefühlter Relativität, Relativität, in gefühlter Relativität. Ich bin schon breit. In gefühlter Re Nennt sich das Regelmäßigkeit, das war das Wort, was ich suchte, wird es dann wieder Videos geben, in dem Sinne, oder Livestreams, in dem Falle von Kerbin mache ich meistens eigentlich nur als Livestream, weil es einfach Spaß macht. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, bis denn dann, euer Prisos.